Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich zu einem neuen Überraschungsorakel. Ja, ich habe mich jetzt, also bis vor 5 Minuten habe ich nicht gewusst, welches Überraschungsorakel ich heute mache und habe so meine Kartendecks angesehen und da ist mir ein Kartendeck aufgefallen, wo ich mir gedacht habe, ja, das passt sehr, sehr gut für das heutige Orakel. Und zwar habe ich hier mal ein 9er-Blatt ausgelegt aus dem Kartendeck Spirituelles Geldbewusstsein. Hier geht es um Ihr täglicher Wohlstandsimpuls. Und ich spreche schon sehr, sehr lange mit einer Kollegin und mittlerweile schon guten Freundin über das Thema Geldbewusstsein, Geld. Viele sagen, Geld und Spiritualität passt nicht dazu. Und ich finde schon, also ich bin schon hier dieser Meinung. Und ich habe mir gedacht, alle, die momentan selber ein Geldthema haben, vielleicht Probleme damit haben, Geld zu verlangen, Geld auszugeben, ja, alles, was mit Geld zu tun hat, am besten weit wegschieben. Für die kann dieses Orakel interessant sein, denn wie gesagt, habe ich hier ein 9er-Blatt aus dem Kartendeck Spirituelles Geldbewusstsein ausgelegt. Da kannst du vielleicht für dich und dein Geldthema Impulse rausholen. Dann habe ich noch eine Karte gezogen aus dem Einhorn-Orakel und eine Karte aus dem E-Quadrat-Orakel. Eben alles für das Thema Geld, Geldbewusstsein. Ja, also wenn dich das interessiert, wenn du sagst, ja, da habe ich momentan so ein Thema, dann bleib dran, vielleicht kannst du hier wirklich etwas für dich rausholen. Wichtig ist aber, dass du weißt, dass das hier ein allgemeingültiges Orakel ist. Das kann jetzt sein, dass du damit in Resonanz gehst, muss aber nicht, ja. Also schau einfach, wie es denn für dich passt. Und ob du hier wirklich damit in Resonanz gehst. Und natürlich ist es am besten, wenn du einfach hier für dich Informationen rausholst, für dich und deine Situation, also so Impulse. Vielleicht hast du dadurch auch einen Aha-Moment. Lass dich mal überraschen, was hier dieses Orakel mit dir macht. Ja, ich starte jetzt los. Ich beginne wie immer bei einem 9er-Blatt mit dem Hauptthema. Das ist hier die Karte in der Mitte. Und da haben wir die Botschaft. Alles Geld, das ich ausgebe, bereichert die Gesellschaft und kommt mehrfach zu mir zurück. Das ist vielleicht oder kann vielleicht für dich wirklich eine Botschaft sein, wenn du ein Problem damit hast, Geld auszugeben. Ja, dann sollst du hier einfach die Botschaft bekommen, dass das vollkommen okay ist, Geld auszugeben, denn es bereichert die Gesellschaft. Ja, und es kommt wieder zu dir zurück, sozusagen auf andere Art und Weise. Ja, dann haben wir die Botschaft: Ich ehre und wertschätze meine Kreativität und all meine Ideen. Da geht es dann darum, dass du, egal was du machst beruflich, wenn du vielleicht auch schon in Rente bist, ja, und du vielleicht kreativ unterwegs bist, da geht's einfach darum, dass du das wertschätzt, dass du deine Kreativität, deine Ideen wertschätzt und ehrst. Und wenn du das machst, dann fällt's dir dann auch viel leichter, mit dem Thema Geld umzugehen, ja, wenn du dir deinem Wert bewusst bist. Das heißt jetzt nicht, dass man nichts wert ist, wenn man weniger bis fast kein Geld hat. Das soll es nicht heißen. Das soll einfach heißen, ja, so wie du dich fühlst, so sendest du das aus und so kommt es auch zu dir zurück. Ja, wenn du natürlich denkst, ich bin nichts wert, ich habe nichts verdient, wirst du natürlich auch nichts verdienen oder nichts zurückbekommen. Das ist alles wie innen so außen. Also so wie du dich innen fühlst, so kommt es von außen eben auf dich zu. Dann als nächste Botschaft haben wir: Ich vertraue darauf, dass alles zur perfekten Zeit und auf perfekte Weise zu mir kommt. Da geht es eben auch ums Vertrauen. Ja, sich nicht übertrieben Sorgen machen, was das Geld betrifft, sondern einfach darauf vertrauen, dass alles zur perfekten Zeit und auf perfekte Weise zu dir kommt. Ja, durch deine innere Einstellung. Und das gelingt dir natürlich, wenn du deinen Wert, wenn du deine Kreativität, deine Ideen ehrst und wertschätzt, darauf vertraust, dass eben hier, auch wenn du Geld ausgibst,
dass es gut für die Gesellschaft ist. Ja, denn Geld ist nun mal ein Tauschmittel. Wir können nicht mit Licht und Liebe bezahlen. Ja, wir brauchen alle dafür ein Geld. Das ist einfach so, auch wenn es viele Hochspirituelle nicht wahrhaben wollen. Das ist einfach so. Ja, wir können auch nicht ins Lebensmittelgeschäft gehen und sagen, ich bezahle jetzt mit Licht und Liebe. Dann werden sie dich auslachen. Das ist nun mal so. Wir leben hier in dieser 3D-Welt und wir sind nicht in einem Paralleluniversum. Wir haben hier irdische Dinge und da gehört einfach nun mal das Geld dazu, weil das einfach unser Tauschmittel ist. Ja? Und du sollst dich nicht schlecht fühlen, Geld auszugeben, denn du tust hier der Gemeinschaft etwas Gutes. Ja? Und eben deinen Wert schätzen, um wirklich darauf zu vertrauen, dass alles im richtigen Moment zu dir kommt. Dann gibt es die nächste Botschaft. Ich wähle genau die Realität, die ich erleben möchte. Und das ist genau das, was ich gesagt habe, ja. Also hier wirklich wie innen so außen. Du wählst das, was du erleben möchtest, bewusst, ja. Dass du dich wirklich dafür bewusst entscheidest, im Wohlstand zu leben. Natürlich passiert das nicht von heute auf morgen. Das ist natürlich klar, ja. Aber wenn du dich bewusst dafür entscheidest, wie du leben möchtest und auch danach handelst, diese innere Einstellung hast, dann wirst du genau diese Realität erleben, die du erleben möchtest. Dann geht's weiter. Ich schwimme mit dem Fluss. Da geht's einfach um den Geldfluss, um den Fluss des Lebens, dass du einfach dich treiben lässt, darauf vertraust, dass alles zur richtigen Zeit kommt, dass du den Fluss des Geldausgebens, natürlich nicht übertrieben, ja, so jeder so wie er es kann, aber sich auch nicht dafür verurteilt, wenn man sich selber vielleicht mal etwas gönnt, ja, da tust du nicht nur dir etwas Gutes, sondern auch der Gesellschaft, ja, und dass du einfach da im Flow, in diesem Fluss sozusagen bist und bleibst. Dann geht es weiter mit der Botschaft, ich lebe in einer reichen Welt. Das muss nicht immer Geld jetzt bedeuten, ja? Natürlich wäre es schön, wenn man genug Geld hat, dass man sich keine Sorgen machen muss, aber dann wäre es ja eigentlich auch wirklich fad, wenn man sich alles kaufen kann, dann hat das ja gar keinen Wert mehr, wenn ich jetzt ins Geschäft gehe und ich kaufe mir jetzt, weiß ich nicht, das neueste iPhone, ja? Weil ich es kann. Oder ich spare und freue mich dann, wenn ich mir dieses iPhone kaufen kann. Das hat einen ganz anderen Wert. Ja, da geht es eben auch um die Botschaft, ich lebe in einer reichen Welt, dass du einfach, ja, dir denkst, es könnte schlimmer werden, es könnte schlimmer sein. Wir könnten irgendwo leben, wo wir nicht das haben, was wir haben. Ja, wo Wasser ein Luxus ist. Da haben wir es ja eigentlich eh ziemlich gut. Und das sollte hier wirklich auch wieder bewusst gemacht werden. Dann haben wir, ich lade das Gute in mein Leben ein. Da geht es auch darum, dass du bewusst die guten Dinge in dein Leben einlädst, zulässt und auch selber dir sagst, dass du das verdient hast, denn das hat jeder verdient. Jeder hat nur das Beste in seinem Leben verdient. Und das hat halt wirklich auch viel mit der inneren Einstellung zu tun. Dann, mein höheres Selbst bringt mir alles, was ich brauche, zur idealen Zeit und auf die perfekte Weise. Das ist genau so dieselbe Botschaft, eben wie wir es hier gehabt haben. Ich vertraue darauf, dass alles zur perfekten Zeit und auf perfekte Weise zu mir kommt. Also da geht es wirklich ums Vertrauen, das für dich gesorgt ist. Und als letzte Botschaft, ich verdiene Reichtum in allen meinen Beziehungen, nicht nur in finanziellen Beziehungen, sondern in all deinen Beziehungen verdienst du Reichtum. Ich lebe in einer reichen Welt, reich an guten Beziehungen, reich an guten Verbindungen, nach guten Kontakten. Alles, was wir eben jetzt hier haben, ja? Und das sollte uns wieder bewusst werden und genau da in diesem Fluss bleiben, ja, darauf zu vertrauen, dass alles so wie es kommen soll, auch in dein Leben kommen wird. Dich nicht dafür verurteilen, wenn du dir mal etwas gönnst oder wenn du einfach Geld ausgibst. Du tust hier der Allgemeinheit etwas Gutes damit und du hast auch
eben hier nur das Beste verdient. Und das sollte dir hier wirklich bewusst werden. Und ich hoffe, dass hier mit diesem Neunerblatt, dass du für dich auch hier wichtige Impulse rausgenommen hast. Schauen wir uns jetzt das Einhorn-Orakel an. Und zwar, deine innere Stimme ist ein weiser Ratgeber. Folge ihr und lausche ihrem Klang. Oder ist das dein Magen? Okay, wir brauchen erstmal Schokolade. Dann sehen wir weiter. Also hier geht's darum, hör auf deine innere Stimme. Natürlich kann diese Karte auch sagen, wenn du innerlich immer im Negativen, im Mangel bist, kommt das natürlich auch von außen. Das heißt, wenn du hier eher negativ denkst, dann möchte dir diese Karte sagen, dass du hier wirklich daran arbeiten sollst, hier wirklich, ja, innerlich dich umprogrammieren, ja, nicht so negativ zu denken. Natürlich ist das leichter gesagt als getan, ja, ich habe da auch immer so meine Probleme damit. Aber vielleicht konnte ich dir hier wirklich mit diesem Orakel ein bisschen helfen. Und aus dem E-Quadrat-Orakel haben wir den Röntgenblick. Und da geht es darum, ja, dass man hier einfach tiefgründiger hinschaut. Ja, wenn du hier finanzielle Blockaden hast, finanzielle Themen hast, Themen, was generell das Thema Geld betrifft, ja, dann sagt dir hier diese Karte mit der Botschaft Röntgenblick, blick einfach mehr dahinter, hinter dieses Thema. Warum ist das so? Wie kann man das verändern? Da geht's wirklich darum, tiefgründiger zu schauen und nicht nur oberflächlich zu schauen, was eben hier das Thema Geld betrifft. Ja, ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen hier mit diesem Orakel helfen. Ich wünsche euch jetzt schon ein wunderschönes Wochenende. Freue mich auf die nächsten Orakel. Bis dahin, alles Liebe. Ciao!